Wir kommen jetzt zu einer weiteren Staffel, nämlich zu der vierten Staffel von Chuck. Und wie wir alle wissen, ist der Chuck so ein Agent, der eigentlich relativ glücklos ist und eigentlich gar nicht das machen will, was er da eigentlich macht. Und das ist sehr amüsant, so amüsant, dass wir uns jetzt eine wunderschöne Szene anschauen von der vierten Staffel von Chuck. Viel Spass! Kannst du mir helfen? Kannst du bei der Suche nach meiner Mom helfen? Heilige Scheiße! Unglaublich, dass das unter deinem Haus ist. Das ist Wahnsinn. Eine echte Spionagebasis, inklusive Laser und cooler Sachen und ordentlich sortierte Akten. Wieso erzählst du Casey und Sarah nichts davon? Weil ich weiß, was sie dann tun werden. Sie werden mich aufhalten wollen und das dürfen sie nicht. Ich muss die Wahrheit herausfinden morgen. Ich muss wissen, warum meine Mom verschwunden ist. Das ist meine Suche. Nein, das ist unsere Suche. Ich bin dabei. Danke, Kumpel. Ja. Kämpfst du etwa gerade? Was? Nein, es ist nur... Ich bin nervös. Okay, gut, gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich über deine Hilfe bin, wirklich. Aber du musst unbedingt noch eines wissen. Wir dürfen keinem davon erzählen, auf keinen Fall. Nicht Sarah, nicht Casey, nicht abgefahren, nicht Ellie. Nicht Ellie. Ich weiß, du hast dir versprochen, nie wieder ein Spion zu sein. Und deswegen darf sie auf keinen Fall erfahren, dass wir ein Spionteam gegründet haben, ohne Regierungsbeteiligung und ohne andere Spione. Eine Zwei-Mann-Armee, die wie einer kämpft, ständig in der Gefahrenzone. Wir kämpfen für die Freiheit oder gehen unter. Ja? Das ist nicht der Vorspann für eine Fernsehserie. Das ist das echte Leben. Hey Sarah, ist das die Knarre, die du gesucht hast? Ja, ich danke dir. Ich hab alles, Alter. Können wir los? Sie ist noch hier. Mach mal hier. Du bist der Beste, vielen Dank. Eine Spionagemission ohne mich. Das ist bei den meisten Paaren so, oder? Das ist doch bloß eine Geschäftsreise. Das ist doch okay, oder? Ja, bestens. Naja, ich muss mich bewerben und Morgan will mit mir was unternehmen. Er will, dass wir zu einem Go-Kart-Rennen gehen. Komm bald nach Hause. Mir wird gleich schlecht. Los, Walker, auf uns wartet echte Arbeit. Sowas wie die Welt retten. Genieß deinen Ruhestand, Bartowski. Was könnte ich sagen wie... Ich liebe dich. Ich liebe dich, das ist gut. Wirklich schön, ich liebe dich auch. Pass auf dich auf, okay? Nichts kann mich davon abhalten, zurückzukehren. Das höre ich gern. Mach's gut. Mr. Carmichael, wir sind soweit. Ich habe die Tickets, die gefälschten Pässe, ein geheimes Geldversteck. Also dann, wir sind wieder im Spiel. Wir zwei, echte Spione. Sonnenmilch, die Sonnenmilch fehlt. Entschuldigt mal, tut mir leid. Ich muss mal durch. Ja.